War mir nicht sicher, ob ich da lebend rauskomme, verdammt. War ein Riesenspaß. Thomas Jefferson, Leute. Dieses Essen hier kommt von Mr. Thomas Jefferson. Thomas Jefferson! Nur ein paar Möhren und schon hat er ihre Loyalität. Was war das? Mein Freund Paul Revere wird seit 3 Tagen vermisst. Dieser Soldat hat gerade auch das Verschwinden seiner Frau und seines Sohnes bestätigt. Das tut mir leid. Revere war ein fähiger und wertvoller Mann. Er versuchte, die Umklammerung der Stadt zu lockern. Viertel um Viertel gewann er das Vertrauen und die Unterstützung der Bewohner. Ich setze Reveres Arbeit fort, um die Stadt zu mobilisieren. Wenn die Bewohner mit uns kämpfen, können wir Washington durch einen anderen Führer ersetzen. Dieses Land muss vom Volk regiert werden.
Land genießen, ist die Sack. Von der Größe seiner Armee. Kommt mit mir.
Bürger der Vereinigten Staaten. Ich stehe vor euch als demütiger Mann. Wenn ich auf dieses weite Land schaue, sehe ich jeden von euch leiden. Ja, jeden. Ihr müht euch ab für ein besseres Leben, eine bessere Zukunft, ein besseres Amerika. Ein jeder von euch opfert sich auf, versklavt sich für dieses große Land, für die Freiheit. Und ich sage es euch ehrlich, eure Opfer inspirieren mich. Sie sollen nicht umsonst sein. Ich weiß, dieses Leben ist schwer. Die Unbill des Krieges, Nahrungsengpässe, Verbrechen, das entstandene Leid durch Jeffersons aufständische Mörder. Aber wir haben ein höheres Ziel, das uns vereint und über diese nichtigen Probleme erhebt. Für uns ist die Auslöschung dieser Rebellen nur ein Vorgeschmack auf unsere glorreiche Zukunft. Mein Volk, während ich hier stehe, spüre ich den Schlag der 4 Millionen Herzen unserer Nation in meiner Brust. Heute verkünde ich euch das große Projekt dieses Volkes. Wir heben riesige Armeen aus. Wir erschaffen eine mächtige Armada. Und schon bald